Okay, also lassen wir es. Du bist zu gut für mich. Ich weiß. Okay, ciao. Warum liegt er jetzt auf, Alter? Ich will einfach nur, dass du dich entschuldigst. Was ich habe doch gar nichts gemacht. Holst du jetzt? Bitte wein nicht. Hey, bitte wein jetzt nicht. Bitte. Ich will nicht, dass du weinst jetzt. Nein, ich fühle mich einfach nur scheiße, so schuldig. Nein. Du siehst das gerade falsch. Du bist perfekt, wie du bist. Das glaubst du. Nein, du bist wirklich perfekt, wie du bist. Aber ich versuche immer so perfekt wie dich zu sein und dabei meine nur scheiße. Nein. Ich wollte dich jetzt auch nicht verletzen oder so, ohne Scheiß, wirklich nicht. Das tut mir jetzt gerade auch richtig weh im Herzen. Mein Gott, ich kann sowas nicht hören oder sehen. Und da ist man gerade richtig geschockt. Bitte wein nicht. Das habe ich nicht so gemeint. Wir lernen uns natürlich weiter kennen. Wir werden uns natürlich auch sehen. Ich freue mich auch weiter darauf, dich zu sehen. Nur solltest du überdenken, was du sagst. Und wenn du mich wirklich kennenlernen willst, dann solltest du auch ein bisschen drauf achten, wie du dich benimmst. Es ist einfach nur so, dass ich jedes Mal, wenn ich jemanden mag, und ich verkacke das immer. Nein, das ist auch mein Fehler. Ich liebe dich. Nein, das ist natürlich auch mein Fehler, dass du dir gesagt hast, mach die Tür auf, das verstehe ich. Ich wollte ja die Tür nicht aufmachen, weil es schon so spät ist. Klingt es immer so bei dir um die Uhrzeit? Nein, das ist heute das erste Mal so, glaube ich. Wein jetzt nicht. Wir sehen uns, wir hören uns, ja? Du willst jetzt auflegen, ne? Nein, ich lege jetzt nicht auf. Ich will aber, dass du aufhörst, bitte zu weinen. Ja? Und ich gehe sofort nach Hause und dann telefonieren wir in Ruhe, ja? Okay, mein Schatz? Nein, ich will. Was? Was willst du? Ich will nicht, dass es kaputt gemacht wird, jetzt wegen mir oder so. Du bist gerade bei deinem Freund. Du denkst jetzt, ich rufe dich nicht an. Mach dich keine Sorgen. Ich schwöre bei Gott, ich gebe dir mein Versprechen, mein Wort, da ich dich gleich wieder anrufen werde, ja? Alles gut. Tschüss. Du gehst ran, ja? Alles gut. Du gehst ran, ne? Ich glaube, ich springe jetzt vom dritten. Halt's Maul. Dritten Schwimmbecken. Nein, nicht vom dritten Stock. Man schwimmt ein bisschen so. Also, ich bin jetzt nicht selbst suizidgefährdet, aber nach Kurs und TikTok Sport, ich distanziere mich von dieser Aussage. Ich meine jetzt vom dritten, wie heißt das? Es gibt doch 1er, 3er und 5er im Schwimmbad. Ich werde morgen, glaube ich, vom dritten, einen dritten springen. Ich spring mit dir. Ab ins Wasser. Nein, ciao. Ich bin einfach nur eine scheiß Freundin. Ich habe gerade noch jemanden am Start, den brauche ich. Ich will den mal anrufen. Switch. Tewetewer. Über sowas niemals Witze machen. Hallöchen. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's scheiße, meine Stimme ist weg. Du halbwegs, ne? Ja, es ist so, weil ich Fußball geschaut habe und ein bisschen geschrien habe. Gestern war das? Samstag war das in einem Türkei-Spiel mit Gorka, Watch und Görkem. Mit wem? Mein allerbesten, also mit einem sehr, sehr guten Bekannten von mir haben wir Fußball geguckt. Ja. Und ja, da haben wir. Ich habe da ein bisschen rumgeschrien und so. Warte mal ganz kurz, ich bin. Oh, ich werde ganz angerufen. Kannst du kurz warten? Ja, alles gut. Leute, guck mal, Görkem hier, einmal alle abchecken oben, er ist gerade auf Platz 2 mit 3,4k, ist ein guter Real-Life-Kollege von mir, Leute, checkt ihn mal ab und macht mal alle das Plus bei ihm weg. Bruder, bist du auf privat oder bist du öffentlich, Görkem? Ich fokussiere ihn mal. Alle mal das Plus jetzt, zeigt mir einmal, was für eine krasse Community wir haben. Und macht mal alle das Plus weg bei ihm, meine Freunde der Sonne. Alle jetzt mal, die Leute, die mich feiern, auch mal bei meinem Bruder,
das Plus wegmachen. Komm, wer hat schon 150 Follower fast? Macht mal jetzt alle das Plus bei ihm weg. Ein Herzensmensch, meine Freunde der Sonne. Ein sehr, 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 sehr loyaler Herzensmensch. Ein sehr, sehr Herzensmensch. Hallo. Macht mal alle jetzt das Plus weg, dann geht's gleich weiter. Sherbo ruft an. Ja. Hallo? Ja. Du weißt, wer ich bin, oder? Ja. Warum bist du nochmal gerade aufgelegt? Ganz weit. Ja, weil ich mich weiß. Scheiße. Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass du auch rangehst. Ich werde dich gleich anrufen, ja? Es gibt ja immer nur Scheiße, okay. Ich werde mich gleich um dich kümmern. Versprochen. Ciao. Leute, noch 4 Follower, dann hat er seine 200 geknackt. Alle mal Goldcam abchecken. Und auch einmal die ganze Liste da abchecken. 3 Follower braucht er noch. 2. Eine. 200 geknackt. Oh nein, oh nein. Okay, ich rufe jetzt den anderen wieder an. Ruf einfach normal an, sagt er. Sorry, ich werde die ganze Zeit angerufen von der Schwester auf meine Schwester. Von der Schwester kommt? Von meiner Schwester. Und so, warum rufst du so oft an? Ich weiß nicht, warum die Schwester meiner Schwester mich anruft. Weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Nein, die heiratet bald und die hat gefragt, ob ich mitkomme, Kleider gucken und so. Die Schwester deiner Schwester? Ja. Ist das nicht deine Schwester? Ja. Basilisk? Ja? Warum machst du so ein Wortspiel draus? Keine Ahnung, ich nenne sie immer so. Das ist ja wie bei mir, der Bruder meines Bruders. Okay, wie viele Geschwister seid ihr? Also mit mir 4. Oha, da war deine Mutter auf jeden Fall produktiv. Und bei euch? Wir sind 2. Aber eine Sache kann ich dir sagen, mein Vater hat aus 2 Eiern wirklich einen tollen Kuchen gebacken. Warte mal, ihr seid 2? Ja. Aber die Schwester? Ja, also ich, meine Schwester und meine kleinste Schwester. Also mit mir 3. Ah, mit dir 3. Mhm. Aus 2 hat die Pfannkuchen noch? Mein Vater aus 2 Eiern. Sympathischer Wortspiel. Dankeschön, das ist echt lieb von dir. Woher kommst du aus dieser Welt? Ich bin aus Köln, woher bist du? Ich bin auch aus Köln, aber woher kommst du aus Ehrenfeld? Ich bin aus Ehrenfeld, du auch? Ich bin nicht aus Ehrenfeld. Ach, dein Bruder ist aus Ehrenfeld, ne? Genau. Ey, vielleicht kenne ich ihn, wie heißt der? Der ist Davide. Davide? Nee, kenne ich nicht. Wo kommst du denn aus Ehrenfeld? Du weißt auf der Fernbaufehlen, wo die vom Fenloher Straße ist, oder? Du wirst doch wissen, wo du wohnst. Ja, ich sag dir doch gerade. Ja, welche Straße? Kennst du die Fenloher Straße? Die Fenloherstraße kenne ich. Ja, Glückwunsch. So 3 Minuten von da ungefähr. So 3 bis 4 zu Fuß. Okay. Und woher kommt dein Bruder her? Der wohnt auch in der Nähe von der Fenloherstraße. Ah, was laberst du jetzt? Jetzt laberst du Scheiße. Nein, ich habe keine Scheiße. Hä? Da muss ich noch kennen. Weißt du, den kennst? Hat er eine Warze am Ohr? Warum soll er eine Warze am Ohr haben? Ja. Weil ich kenne jemanden, dessen Namen ich nicht weiß, aber hätte sein können, weil der hatte so ein bisschen aufgeprotztes Auto. Er legt auf. Ey, Basilisk, ich küsse doch dein Herz. Basilisk, ich küsse doch dein Herz. Dankeschön, Basilisk, für deinen... Boah, Basilisk, nur Liebe an dich. Leute, auch Basilisk und Herz, hau mal ab. Ich hab nur gefragt, ob er ein aufgeprotztes Auto fährt. Was ist los mit dir? Basilisk, danke schön, mein Bruder. Danke für Wum, 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 Motorrad. Dein Bruder hat wirklich... Scheiße. Er sagt, du bist ja voll komisch. Also ein bisschen verrückt zu sein, ist doch nicht ist ja nichts Schlimmes. Görkem! Boah, Görkem, ja, Malan! Hör auf, Bruderherz!
Leute, Girlcam und ein dickes Herz in den Chat. Basilist, ein dickes Herz. Bruder, ja, man, yıktın lan hepsini. Du hast alles auseinandergenommen. Dankeschön, Girlcam, mein Bruder. Nun, lieber nicht, yapma. Yapma. Dankeschön, Girlcam. Doch, du gehst mir, Basilisk. Du bist ein bisschen viel verrückt. Verrückt zu sein ist doch nichts Schlechtes. Och, übertreib doch jetzt nicht. Ruf an. Was übertreibt er so, Digga? Sei mir ehrlich. Och, übertreib doch jetzt nicht. Ruf an. Hat er mich blockiert, Alter? Digga, ganz ehrlich, wenn ein Mädchen so drauf ist, Digga, ich würde eher Lachkick schieben, statt irgendwie so ernst zu sein. Und er sagt nein. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich, Andrew. Was machst du? Andrei, was Andrea. Du? Hm? Was ist das, Andrei, Andrea? Das ist ein, ich weiß nicht, weißt du, was Alexa ist? Ja. Und das ist halt, das ist so, du kannst deine Alexa umändern, warte. Andrea, wie spät es ist? Es ist gerade 0.16 Uhr. Was? So was. Weißt du? Eine Sekunde zu Hause, ja? Achso, du bist schon unterwegs? Ja, ja, guck mal, wie Mann ich bin. Ich rufe dich sogar an. Oha. 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 Wolltest du was nicht? Ja? Wolltest du was nicht? Was denn? Da ich dich direkt anrufe. Hm? Wolltest du das nicht, dass ich dich direkt anrufe? Doch, ich wollte, dass du mich anrufst. Oh, ich habe so Herzschmerzen irgendwie. Warum? Mein Herz flattert irgendwie von links nach rechts. Ich weiß nicht. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Hallo? Ja, warte. Schick mal deinen Standort. Oder? Hä? Hä? Schick mal deinen Standort. Wie? Nein, ich schick dir jetzt nicht mit Standort. Was? Schick mal. Warum? Ich will das sehen. Nein, warum soll ich dir jetzt mit Standort schicken? Ich kenne dich noch nicht. Dein Ernst? Ja, wir treffen uns auch erstmal in der Stadt. Ich schick dir nicht direkt. Ja, sowieso, aber ich will sehen, wie es da bei dir aussieht. Hm? Ich will sehen, wie es bei dir da aussieht. Von oben. Warte, ich ruf dich gleich an, Beckler. Warte. Alter, was für eine 5? Ich hab gesagt, ungefähr 3 bis 5 Minuten von Fenlor Straße. Was redest du? Alter, was für eine 5? Ich hab gesagt, ungefähr 3 bis 5 Minuten von Fenlor Straße. Was redest du? Alter, verdammt. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Ey. Ey, sag mal irgendeine Straße. Oh, Andrea, dankeschön. Sag mal eine Straße in der Fenlor Straße, die gestraßt und schon gestraßen wird. Fenerbahçe. Ey, guck mal, entweder du chillst jetzt mal ein bisschen und kommst mal ein bisschen runter oder wir lassen das einfach. Was ist los? Nimm eine Audio an von Olli und anmache. Der Typ hat mich auf Bardo voll genervt. Ey, guck mal, entweder du chillst jetzt mal ein bisschen und kommst mal ein bisschen runter oder wir lassen das einfach. Was ist los? Warum übertreibst du? Ich übertreib doch nicht. Wie bist du denn drauf direkt mit Auflegen und so? Ja, hm? Der war ein Ruler oder was? Was? Ja, warum übertreibst du so? Ich übertreib doch nicht. Alter, ich hab dir gesagt, ich wohne 3 bis 5 Minuten von der Fenlorstraße und du...
Du rastest aus und machst auf. Du meintest da, wo die 5 fährt. Ich habe nicht gesagt, da, wo die 5 fährt. Was für eine 5? Ich schwöre. Ja, dann solltest du mal deine Ohren putzen, mein Lieber. Was für Ohren? Meine Ohren sind putzen? Nee, anscheinend nicht. Was für eine 5? Was für eine 5? Wo fährt denn in der Nähe von der Fennerstraße eine 5? Ach, ja, da fährt die 4, du Schlaumeier. Welche? Was fährt denn? Die 4. Was fährt denn in der Nähe von der Fennerstraße? Fährt da die 5? Nein, 3 und 4. Nur die 3 und 4 fährt Fennerstraße? Ja, die 4. Sicher? Ja, 5 fährt doch in der Iltisstraße. Ja. Ja. Aber was fährt denn noch in der Fennerstraße? Die Geisterbahn. Die Geisterbahn fährt ja auch manchmal durch mit den Geistern. Die 18. Da fährt noch 18 und 13. Wann fährt die 18 an der Fennerstraße? Nein, nicht 18, aber die 13. Aber heute fährt die 18. Nach Istanbul. Yes. Ab geht's, die 2, 3, 4. Du musst mich nicht testen. Deine Stimme ist komisch, ja? Ja, weil ich meine Stimme verloren, das hört man doch. Du hörst dich an wie ein Typ, der versucht, wie ein Frau zu reden. Dankeschön, ich habe gesagt, guck mal, man hört doch, dass meine Stimme weg ist, dass du geschrien habe. Du hörst dich an wie dieser YouTuber, wie heißt der? Ja, ist gut, okay. Brich den Kontakt ab. Das halte ich doch nicht. Nein, man merkt aber, das ist komplett so. Egal, weißt du was, ich blockiere dich, ciao. Dein Ernst? Ja. Wenn du schon gemerkt hast, dann kenne ich dieses Erfolg nicht. Ich kenne dir dieses Glücksgefühl nicht. Ne, nicht mit mir, Jonathan. Nicht mit uns. Also dein Ernst. Es hat niemand gepetzt, es hat niemand. Oh, Digga, meine Stimme ist. Hallo, 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 hallo. Sebo! Machen. Hallo. Hallo. Hi. Bist du zu Hause oder nicht? Doch, bin ich. Was machst du gerade? Ich liege im Bett, du? Ich bin auch gerade im Bett. Was machst du? Ich liege im Bett. Und? Und? Ich liege im Bett. Darf ich dich vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringen, Baby? Jetzt fandest du das. Ich möchte, dass du dich jetzt komplett entspannst, okay? Ja, mach ich. Bist du bereit? Ja. Ich mache jetzt ein bisschen Entspannung. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du... Leg dich hin. Warte, ich muss gucken, ob das gut ist. Nee, das ist nicht das richtige Wahre. Warte. Ah, okay, das muss es sein. Leg dich hin. Liegst du gerade? Ja. Ich möchte, dass du genau auf meine Stimme hörst, okay? Ja. Stell dir vor, du bist in einem Wald im Mittelalter. Ja. Und du siehst dann hinten ein Mädchen rumlaufen im Walde. Alleine im schlummernden Walde. Und du findest dieses Mädchen attraktiv und... Das Mädchen sieht aus wie ich und ich bin es auch. Und du läufst mir hinterher und bestreust die Welt mit deinen Samen und bist glücklich und wir sind in dem Walde. Und du merkst, dass es ganz komisch wird. Der Wald zieht dich immer mit weiter rein und du siehst auf einmal rechts jemanden, der Beatbox. Doch du
läufst einfach weiter im Walde und denkst, so, gibt es schon im Mittelalter? Und läufst einfach trotzdem durch. Auf einmal siehst du da hinten noch auf der linken Seite des Waldes den Hans mit der Gitarre. Und er spielt die. Doch dein Fokus bleibt trotzdem nur bei mir. Du verfolgst mich und riechst meinen Duft. Ich riech nach Scheiße. Ich riech wieder nach Kacke. Nein, so, du verfolgst mich und du siehst hinten im Wald, mitten im Wald, so eine grüne Fläche mit einem dicken Baum in der Mitte. Du fragst dich, was ist das da? Ist das ein Apfelbaum? Oder ist es ein Kirschbaum? Du weißt nicht ganz genau, was für ein Baum es ist. Was würdest du tun? Was ist das? Bluetooth-Mode. Das ist mein Vibrator. Connected. Der connectet sich manchmal mit meinem Handy. Dein Vibrator? Sorry, das ist... Was da? Sorry, nochmal bitte? Was? Spaß? Nein, das ist... Jeder Sportler, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Also sag. Hast du keinen? Bluetooth Mode. Nein, ich habe kein Geld dafür. Connected. Echt? Mhm. Ja, hast du bald was anderes? Nee, ich habe gar nichts. Hast du bald nichts? Nee. Nee? Ich habe was anderes, deine Seele. Was? Ich möchte deine Seele haben, Servo. Servo, es ist soweit. Deine Kryptos werden sich ausgezahlt machen. Ich möchte deine Seele haben. Das ist ein Witz. Töbe. Alter, das kannst du nicht tun. Ich verstehe deine Stimme die ganze Zeit. Nein, das ist so ein Mikrofon. Also, hörst du das nicht? Guck. Das ist so ein Karaoke-Mikrofon. Ach so. Das ist richtig cool. Warte, ich versuche mal. Bluetooth Mode. Warte. Hörst du mich? Connected. Ja. Du hörst mich laut. Ja. Hörst du mich selber? Ja. Wollen wir ein Spiel spielen? Was? Ich möchte mit dir ein Spiel spielen, Sabo. Was halt? Hallo, Seppo. Hey, du kleiner Huren. Hallo, Seppo, Mimi. Hey. Ja? Warum hast du vorhin das erwähnt von den Typen? Was? Warum hast du das vorhin erwähnt? Was denn? Mit Pille. Pille? Was? Was hast du denn? Ich höre dich nicht. Susanne, ja, das ist was? Ich kann aber auch auf Indisch ein bisschen rappen. Darf ich dir das zeigen? Schatz? Nein. Bitte. Mach. Ja? Mach. Okay. Es ist aber ein bisschen, also es ist Gebärmuttersprache. Aber hey, warum hast du das vorhin gemacht? Was denn? Ich verstehe mal nicht, was du meinst. Warum hast du das vorhin gesagt mit der Pille? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich nehme die Pille wegen meinen Bauchschmerzen. Wenn ich meine Tage bekomme, reinigt es meinen Bauch. Also können wir theoretisch ohne. Mhm. Echt? Das ist gesagt, dass du aber auch hättest. Hör zu, mein Schatz. Dies liegt wieder dich. Okay. Ja. Ich hab mich in dich verguckt. Servo! Maus. Hör zu. Ich bin traurig. Every time I look in your eyes, I see the shadows.
Silbo. Okay, let's go. Komm. Ich esse Schweinefleisch. Nur für dich, mein Schatz. Von mir heiraten. Möchte ich, dass du auch eine schöne Hexe verzerrst. Zwischen 2016. Ich verstehe dich nicht so gut. Das ist wahre Liebe zwischen uns, Silbo. Ist fast runtergefallen sogar, mein Handy. Warum, was hast du? Hä? Warum geht's dir scheiße? Ich weiß nicht, ich habe so Bauchschmerzen, als ob ich meine Periode bekommen würde. Aber das geht mir gar nicht gut. Nee. Für uns? Warum? Weil es könnte sein, dass ich sogar die Tage meine Periode bekomme. Okay. Melanie. Ja, gut. Und wohnt dein Freund weit von dir? 3 Minuten. Zu Fuß? Nee. Mit Auto? Mit Auto und E-Scooter. Ich bin ja gerade mit E-Scooter gefahren, falls du es nicht mitbekommen hast. Achso, nee, habe ich nicht. Das ist eigentlich direkt um die Ecke. Okay. Ich fahre manchmal Einrad. Einrad? Ja, mein Vater ist Ingenieur für Naturwissenschaften und Tsukaku. Und er hat halt, da wo er arbeitet, haben die halt sehr viele Garagen umgebaut mit Keller, Abstellräumen, Bad, Küche und Kinderzimmer. Und da ist halt tatsächlich auch ein Esszimmer mit rausgekommen mit ein Einrad. Und das ist so ein E-Einrad, wenn ich mich nach vorne beuge, kann ich bis zu 60, 70 km/h kommen. Ah, okay. Es ist wirklich Hammer. Es ist wirklich Hammer, krasse, cool. Also meine beste Freundin... Ich habe gerade ein komplett anderes Bild von dir. Warum? Wegen das mit vorhin irgendwie. Warum? Was habe ich gemacht? Mit den einen Typen. Ich verstehe jetzt einfach nicht, warum reden wir noch darüber? Ja, so... Du wirst niemals da klopfen, oder? Ne? Du wirst da jetzt niemals da klopfen, oder? Nein. Du wirst niemals mehr die Tür aufmachen, wenn es klingelt, oder? Doch, ich werde die Tür aufmachen, wenn es klingelt. Warum? Auch wenn es so spät ist. Alter, der Typ ist... Er ist hübsch, aber er ist nicht mein Typ. Okay. Was ist los mit dir? Wieso bist du so auf einmal so peu à peu? Alles gut bei mir, Baby? Ja.
Ja, klar, ist bei mir alles gut. Sicher? Also kann ich auf dich zählen? Ja, klar. Peu à peu, das höre ich öfters, ja. Mhm. Tatsächlich. Das habe ich jetzt in letzter Zeit oft gehört. Ja. Sagst du es auf einmal? Ich bin ein bisschen geschockt. Ja. Kennen wir uns? Ja? Kennen wir uns? Wie kennen wir uns? Ja, kann das sein, dass wir uns kennen? Ja, wir kennen uns. Ja? Mhm. Vanessa. Wie kommst du drauf, dass ich dich kennen würde auf einmal? Wegen dieses peu à peu. Wieso? Ist das schlimm? Von wem hast du das gehört? Von Freunden und so, ja. Hä, ist alles gut bei dir auf einmal? Oder? Also ich glaube, du hast echt was geraucht gerade eben, ne? Nein. Ich leg jetzt mal auf, also schlaf dich mal aus, aber du bist ja richtig komisch. Also was bist du für ein Unterwändler geworden? Ist dein Ernst gerade? Ja, also bist du bekifft? Hä, meinst du das? Ja, sportlich distanziere mich von diesen Aussagen. Sagst du schon mal vorher, mein Dame, was ist los mit dir? Hast du Psychosen bekommen? Bubu? Schatz, ich hab dich echt sehr lieb, aber was ist los? Hä, ist alles gut. Alles gut, du bist voll komisch jetzt. Alter, was sagst du da? Was ist los mit dir? Ist alles gut, ja? Was ist los mit dir? Keine Ahnung, also als ob du irgendwie so Psychose bekommen hast oder so auf einmal richtig komisch. Nein, Mann, alles gut. Okay. Ja. Ich leg jetzt auf. Hä, warum? Weil ich das total komisch finde. Warum findest du das komisch? Du kannst dich nicht mehr wirklich mehr mit mir unterhalten. Klar, ich unterhalte mich doch mit dir. Okay. Ist doch alles gut. Dann sag mir, was 3 plus 3 sind. 9. Ja. Wie kommst du jetzt drauf? Weiß ich nicht. Alles gut, ich leg jetzt auf, Baby, okay? Warum? Ja, weil du eh nicht redest. Doch, ich rede doch mit dir. Warum soll ich nicht mit dir reden? Was? Erzähl mal was. Ja, was ist denn jetzt? Also wollen wir unser erstes Kennenlernen mal abspielen? Ja, klar. Okay. Ich hole meine Tasche. Willst du jetzt echt auflegen? Nein, ich leg dich auf. Wir machen nur mal unser erstes Kennenlernen. Ja, hast du es jetzt gerade ernst gemeint, dass du auflegen willst? Nein. Warum sagst du es dann? Wir machen jetzt Rollenspiele. I'm here for you. Was? Magst du? Baby, schick mir noch ein paar Bilder von dir. Was ist? Schick mir noch ein paar Bilder von dir. Schick mir ein paar Bilder von deinem Vater. Hä, warum? Ich will dein Fahrrad sehen. Was? Okay, wir machen jetzt das erste Kennenlernen zwischen mir und dir. Okay, ich habe keine Handtasche mehr hier leider. Wir spielen jetzt unser erstes Treffen, okay? Ja. Okay, warte. Es ist ein sommerlicher Tag. Mhm. Oh mein Gott, mein Herz. Was? Es ist, ich habe ein Kleid an, die geht bis zu den Knien. Ne? Ja. Warte. Was machst du? Ich mache mir gerade ein Kleid. Ich ziehe mich gerade um. Echt? Mhm. Zeig mal. Nein. Wieso? Das ist eine Überraschung für unser Date. Ich will es gerade sehen. Shakira, Shakira. Okay, gut. Kannst du Rollen, also hast du schon mal ein Rollenspiel gemacht? Ja. Wo? Auf Schulung. Okay, wir spielen das jetzt, okay? Ja. Okay, ich komme jetzt, es ist jetzt spät und ich rufe dich jetzt an und sag, dass ich jetzt vor deiner Haustür bin, okay? Mhm. Ich bin aufgeregt. Okay. Dring, dring, dring. Alles gut, mein Schatz? Hi, Baby. Ich bin jetzt hier an der Adresse, wo du gesagt hast, wo ich stehen bleiben soll. Ja, warte. Dann mach ich mal eben die Tür auf. Okay. Dritt. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn du runterkommst. Nee, ich komme jetzt runter, warte. Okay. Vielleicht, ja.
Ich schau eben runter. Okay. So, dann bin ich. Hi. Hi, wie geht's? Hey, lass dich mal drücken. Komm. Oh, das war ein fester Druck. Okay, wow. Boah, du siehst ja viel hässlich aus in der Realität als auf dem Foto. Du siehst auch echt scheiße aus. Spaß, nein, du siehst gut aus. Du siehst wunderschön aus. Du siehst echt gut aus. Und sonst, wie war dein Tag so? Sehr gut, und deiner? Oh, meiner war auch ganz gut. Ich habe mich die ganze Zeit, also ich bin so aufgeregt, weil ich mich auf dich gefreut habe. Ich konnte es auch kaum abwarten, dich zu sehen. Oh mein Gott, es ist jetzt halt so weit, oder? Was machen wir als erstes? Lass was essen gehen. Okay, und wo würdest du was essen gehen? Kennst du einen guten Laden hier? Ich google jetzt den besten Laden in Köln. Okay. Ja, wie findest du mein Kleid? Oh, ist top. Ich habe extra mit so einem Zweiteiler, siehst du? Sieht unverschämt gut aus. Echt? Mhm. Guck. Aber danach sitzt er auch sehr gut drin. Ja, finde ich auch. Aber der wackelt schon. Nein, nein, ich finde auch, meint. Ich finde auch, meine ich. Komm, lass uns. Okay, warte. Welches Hotel welches, wo wollen wir denn essen? Also, wo ist denn dein Lieblingsladen? Ich habe einfach gegoogelt, der beste Laden in Köln. Und wo? Da gehen wir jetzt hin. Guck mal, ich kann Sit-Ups. Was? Guck mal, ich kann Sit-Ups. Oh, das machst du echt gut. Danke, okay. Und, ja. Ich bin fast so verrückt wie ich. Ja? Ich bin schon fast so verrückt wie ich. Siehst du das? Mhm. Wie findest du das? Das finde ich gut. Okay, cool, das freut mich. Okay, dann. Ja? Wem bist du eigentlich? Ich bin alleine. Na, okay. Warum? Ja, ich bin doch gerade neben dir. Ja. Hast du Psychosen? Nein. Hast du irgendwelche Pilze verzerrt? Nein. Okay. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Gitarre mitgenommen. Und ich wollte das vorspielen. Warte mal, kannst du ja deine Ecke auf der Straße setzen und ein bisschen Geld einspielen. Hello, Lady Hano. Sabes si o si ni hari si. Si bo di gari su ni hari si. Hast du echt gerade gerülpst, was? Was? Hast du gerade echt gerülpst? Ja, ist gut, ich bin wieder back. Du hast mehrere Persönlichkeiten, kann das sein? Ja. Echt, bist ein Bipolar. Was bin ich? Was bin ich? Hast du mehrere Persönlichkeiten? E-Mail. Ja, also ich mag Rollenspiele. Ich mag es manchmal so ein bisschen halt. Weißt du, was Roleplay ist? So mit Anime und so? Mhm. Manchmal bin ich so ein Uhu-Girl. So ein Manga-Girl. Aber ey, sollen wir es so machen, dass ich am Freitag zu dir komme? Ja, können wir gucken. Ich muss morgen mit meiner Schwester reden. Ich schreibe dir morgen. Willst du mich sehen? Mhm. Willst du mich sehen? Ich würde dich gerne sehen. Wie sehr? So sehr, dass ich dich sehen will. Mhm. Mhm. Wir werden sehr viel Spaß haben. Findest du? Ich denke schon. Du nicht? Okay, ja, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nie so alleine bei mir. Also, kommst du über Nacht, oder? Ja, soll ich bei dir pennen? Ich habe noch nie mit einer, also, es hat noch nie ein Mann bei mir übernachtet. Dann geht's das erste Mal. Okay, gut. Oh, was sagst du dazu? Ja, hört sich gut an. Super. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall. Was? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Oh, meine Schwester. Okay. Wie lange? Ich weiß nicht, warte. Abla! Abla. Abla. Hallo. Guck doch mal auf dein Handy. Was willst du? Warum hast du aufgelegt? Amy, warum hab ich aufgelegt? Du sagst mir, dass ich ein Junge bin.
Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ja, dann sei vorsichtig, ich will dich nicht mal kennenlernen. Bist du jetzt beleidigt? Nun ja, natürlich. Also denkst du, ich bin jetzt Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Sei doch nicht beleidigt. Hä? Sei doch nicht beleidigt. Ey, guck mal, ich will auch gar nicht weiterreden oder so. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen, bitte? Oha, ja. Es ist echt nicht böse gemeint, aber ich fühle mich voll belästigt gerade von dir. Und dein Lachen gefällt mir auch nicht. Ich meinte das ja auch nicht böse. Ich meinte das echt nicht böse. Tamam. Ja. Wahrscheinlich scheint sich an. Was willst du von mir? Wie, was willst du von mir? Ja, sag, was du willst und dann reden wir. Ja, mal schauen, was sich ergibt. Okay. Man muss ja nicht alles unterstützen. Mhm. Ja. Mhm. Tut mir leid, dass ich so. Wie nennt man das? Mir fällt das Wort nicht ein. Dass du so vorsichtig bist? Ein anderes Wort für vorsichtig. Penetrant, nervig. Tschüss, ja, das sagt die Richtige, der nach 100 Mal angerufen hat. Ja, sorry, aber ich wollte auch kämpfen, aber nachdem mein Mann zu mir sagt, ich bin heiser, okay, meine Stimme ist weg, dass ich mich anhöre wie ein Mann auf YouTube. Also, ich bitte dich, ich muss mich hier nicht fertig machen lassen. Ich meine, ich wollte dich ja nicht fertig machen. Das ist ja, guck mal, das war nicht böse gemeint. So, und dieser Mann auf Maria, YouTube. Danke. Wer ist Maria? Meine Katze, sie hat mir gerade ein Glas Wasser gebracht. Dankeschön. Auf jeden Fall hat die deine Katze... Oh mein Gott, meine Katzen haben hinten Schubkarren, okay? Aber ey, was nimmst du? Ich will das auch nehmen. Hä? Was nimmst du? Ich will das auch nehmen. Eutermilch. Was? Du zapfst direkt an der Kuh an der Euter und das knallt dich direkt weg. Was knallt dich weg? Du zapfst direkt an der Euter der Kuh. Wie so ein Kelp. Oh, scheiße, ja. Na gut, was hast du genommen? Ja, ich hab gar nichts genommen. Ich bin bloß gut drauf. Warum lachst du? Was ist los? Geil, ja. Erzähl, jetzt will ich auch lachen darüber. Nein, du fuckst dich wieder ab. Sag doch. Diese Sprüche, die du bringst, ne? Die bringt der YouTuber auch. Bluetooth Mode. Hallo und herzlich. Hallo und herzlich willkommen bei meiner Show. Hallo? Was für eine Show? Willkommen! Keine Ahnung, das ist so ein Karaoke-Ding. Hallo? Hallöchen.